Ach ja, und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen, Herren, Kinder, Jugendliche und was weiß ich nicht, was da draußen alles so kreucht und fleucht. Und ihr seht gerade schon, die Blumen und so haben noch mal eine andere Textur jetzt bekommen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich habe jetzt mal das Smooth Realistic Pack als Zweitpack reingepackt. Und ich muss sogar sagen, das stimmt sich besser mit dem Honeyball Texture Pack ab. Das gefällt mir besser als das andere. Auch viel detailfroher. Finde ich besser. Okay, dann lassen wir das mal drin. Ja, beim letzten Mal, was haben wir getan? Ich habe... Wow. Alter Schwede. Gut, okay, ich bin definitiv für das Pack. Ja, was haben wir beim letzten Mal getan? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe in letzter Zeit so viel Aufnahmen im Multiplayer-Server gemacht, ich weiß nicht, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier ein Dach gebaut. Moment, wir waren hier beim... Wie kommt der Schaf hier raus? Wir hatten eine Dachterrasse gebaut. Stimmt, da fehlt noch eine Schicht Dach. Die wollte ich noch mit dazu fügen. Flups. Oh, 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 oh. Ich habe sie gerade gar nicht als Feind erkannt, die Spinne. Und ein paar Level gesammelt. Sollen wir gleich mal was essen? Bevor ich verrecke. Ja, es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe den ganzen Tag sehr unkreativ verbracht und habe damit verbracht, Edna bricht aus zu Ende zu rendern. Das war ganz schön nervig. Es sind zwar kleine Dateien und so, aber ich muss während des Tages dann noch die ganze Zeit hochladen und so, weil ich das sonst gar nicht schaffen würde. Mit der Masse an Let's Plays, die ich jetzt rausklöppel. Und wenn ich Urlaub habe, schlafe ich immer so selten oder bin so oft zu Hause. Und dann habe ich nicht so viel Zeit zum Hochladen. Ich wollte mir Birkenholz holen. Nichts mehr drin, warum ist denn das eigentlich so laut? Moment, kleinen Moment. Ist da wirklich äußerst laut? So. Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her. Warum sind die Schafe alle draußen? Habe ich das offen gelassen? Nö. Kann man hier irgendwo drüber springen? Drüber springen, drüber springen. Sollte man eigentlich nicht drüber springen können über die Workbench? Hä, wie kommen die Schafe raus? Es tut mir sehr leid, liebe Schafe, aber hier draußen solltest du eigentlich nicht rumrennen. Da hinten ist auch ein rotes, aber ich glaube, das ist prinzipiell da hinten gewesen. So. Ich glaube, ich schnetze mal ganz kurz ein bisschen was. Ja, komm ruhig hier. Ulala, was kommt denn hier alles an? So, alles, ja, ja, genau, stirbt einer. Lal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 a. So, du noch da, ja, komm. Wow! Alter! Wieso habe ich keine Rüstung an? Ich habe mich gerade gewundert, warum mein Leben so schnell runtergeht. Ach stimmt, ich hatte die Eisenrüstung an und die ist wahrscheinlich kaputt gegangen jetzt. Moment. Alter, das sind doch Sternbilder. Krass. Oh, ist das geil. Ohohoho. Alter. Das ist die perfekte Mischung einfach mal fürs Let's Play. Krasser. Ohoho. Und ich wurde ja jetzt auch auf dem Magic Mind Server vom Syntation darauf hingewiesen, dass ich mich doch freundlichst an seine Mitarbeiter wenden kann, wenn ich mein Problem mit dem Shader lösen möchte. Und da werde ich mich wahrscheinlich mal bald drum kümmern und dann wird es vielleicht sogar Shader bald in meinen Aufnahmen geben. Da müssen wir dann mal schauen. Ich wollte Birkenholz holen. Birke, Birke, Birke. Ja, wir haben ja wahrscheinlich nichts, ja, habe ich schon gedacht, weil
Wir haben ja nicht umsonst letztens die Birkenbäume abgeholzt. Guten Nacht, da wurde ich gerade angeschrieben. Ich stelle mal auf lautlos. Sein, es ist der Wolke, der gerade mit mir die Aufnahme starten will jetzt. Nee, ich wurde gerade... bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich wurde gerade... Huch. Ach, die Büchertexturen... Nanu? Wurden die jetzt von... Wieso sind die jetzt so? Das raff ich jetzt aber nicht. Okay, gut. Ja, ich wurde gerade angeschrieben, dass ich, ich bin habe schon geschlafen. Dass ich doch, gleich, ja. Mir wurde noch ein wenig Zeit gegeben für die Aufnahme. Ich habe noch bis um 8 Zeit, also eine Stunde Aufnahme. Die wurde mir gerade vergönnt. Danach muss ich doch gleich wieder weiter. Ach ja. Und, wir holen uns erstmal ein bisschen Birkenholz jetzt. Flups, dein, boing, schwapp. Dirli, darli, dumm. Oh! Das ist viel Birkenholz. Okay, dann nehmen wir das gleich mal mit. Stopp, wir nehmen auch gleich, damit ich es nicht wieder vergesse... Kies mit. Wunderschön. So, dann haben wir jetzt auch Kies. Und können damit da hinten die Wege endlich zu Ende basteln. Und dann haben wir da hinten wirklich bald das Haus fertig. Ich weiß nicht, wir haben jetzt bestimmt schon 10 Folgen an dem Haus, aber... Danach ist es dann wenigstens auch fertig. Wir wollten dich ja hier noch herrichten hier. Dann haben wir hier bald wirklich einen Dorfkern. Und auch da muss ich noch ein Bild hinhängen hier an dieser Säule. Da habe ich aber, ich hatte eine Idee, aber habe es dann wieder verworfen, weil es dann doch nicht so cool kam, wie ich mir gedacht habe. Es ist so spektakulär. Deswegen muss ich da nochmal ran dann. Habt ihr da eventuell eine Idee, wie ihr das haben wollt? Irgendeine coole Idee, was man da reinzimmern könnte? Dann würde ich das gleich in Betracht ziehen. Mir ist nämlich gerade so, ich wollte nicht wieder so ein Bild von mir reinhängen, das ist ein bisschen langweilig. Ah, das ist klar, jetzt erkenne ich den Fehler auch in dem Haus, den ich der mir da oben aufgefallen war. Also erstmal müsste da noch ein Fenster rein, das sieht so ein bisschen komisch aus sonst. Die Holzfarbe gefällt mir in dem Texture Pack auch sehr gut, so schwarzes Holz. Not bad. Ich würde dann sogar, Moment, wir können sogar hier einen Balkon reinzimmern, das wäre auch nochmal so eine Sache. Moment, ich schau mal. Ich muss doch eins nach da gehen, damit das draußen symmetrisch ist. Wie es dann von innen aussieht, ist ja die andere Sache, aber von außen soll das natürlich erstmal den ersten guten Eindruck machen. Also gehen wir bis hierher dann und könnten hier... Oh, jetzt bin ich... Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht jetzt, okay. Ja genau, könnten wir hier so machen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, da oben, seht ihr das? Da haben wir irgendeinen Farbfehler oder habe ich irgendeinen Farbfehler begangen. Deswegen sieht das auch so komisch von der Seite aus. Oder was habe ich denn da gemacht? Ah, das ist das hier, ne? Ja, okay, gut. Müsste ich ganz kurz korrigieren. Ja, machen wir es halt so, ne? Das ist auch nicht schlimm. So, okay. Dann... Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse das ja auch so offen dann. Und hier ist ja fertig gewesen. Wir mussten nur noch mal die Mitte des Daches noch mal neu machen. Deswegen hätte ich ja das Birkenholz... Mitte, das ist ja der Rand, nicht die Mitte. Bin ich jetzt richtig? Moment, weil ich hier gerade noch sehe, dass ich Birkenholztreppen noch habe. Bin ich richtig? Ja, okay. Genau. Oh, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Da habe ich mal wieder einen meiner berühmten Fehler gemacht. Flup. 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 Ich hatte jetzt auch mal... Das muss ich ja mal loswerden. Das wollte ich letzte Folge schon mal sagen. Aufnahme schon mal sagen. Und, das lässt mir auch keine Ruhe, um ehrlich zu sein. Und zwar wurde ja gesagt, jetzt komme ich da nicht hoch. Das sieht immer noch komisch aus. Nah. Und zwar wurde ja zu mir gesagt, von jemandem... Ach, das ist auch nicht fertig. Okay, Moment, gleich. Ich fange gleich nochmal an mit Reden. Gleich haben wir es. Tim.
Also zum goldenen dritten Male. Es wurde ja zu mir gesagt von einem, oder nicht nur von einem, sondern mir schon öfters mal gesagt in Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, dass man heutzutage auf YouTube nur noch was erreicht, wenn man unter anderer Leute Werbung macht. Da wurde ich jetzt massiv privat, mittlerweile gibt es ja gar keine Privat-PNs mehr, soweit ich das gesehen habe bei YouTube. So, da wurde ich massiv privat von jemandem zugespammt, der mir da helfen wollte und so. Und Leute, also ganz ehrlich, ich weiß 100 Pro, da bin ich mir auch, da brauche ich auch gar nicht nachfragen, ich weiß, wie das auf YouTube funktioniert. Ich weiß, dass wenn ich jetzt eine nackte Frau auf das Titelbild packe, dass ich dann auf jeden Fall schon mal 100.000 Klicks kriege. Ich weiß, wenn ich irgendwas mit Brüsten oder so in die Beschreibung packe, dass ich dann gleich mal 100 Klicks kriege oder so. Ich weiß auch, wie, ich kenne auch Tricks mit wie heißt's, mit den Tags und all so, all dieses neue Zeug, was YouTube erfunden hat, da gibt's alles Tricks und so, die habe ich mir alle schon mal durchgelesen. Ja, das habe ich getan, ich habe die mir alle durchgelesen, ich weiß auch genau, wie die alle funktionieren. Aber, liebe Leute, es interessiert mich nicht, es interessiert mich einfach nicht. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich dann hinstellt und so einen Mist macht. Ich werde demnächst einfach mal, ich werde demnächst das mal ausprobieren, jetzt nicht so, wie ich das jetzt gerade, wie ihr das jetzt denkt. Und zwar habe ich da dezente Probleme, dezente Dinge mal ausgetestet. Und zwar habe ich beim Skyrim, bei Skyrim Folge 3, die ist ja noch nicht draußen, habe ich jetzt mal ein Thumbnail genommen, was etwas anzüglicher wirkt. Einfach mal so, um zu testen, wie reagieren Leute, wie verhält sich das aufs Klickverhalten wirklich. Ich weiß, dass es sich positiv auswirkt, aber ich will mal wissen, wie genau wirklich sich das auswirkt. Wie verhält sich das wirklich? Wie viel Klicks kriegt man da mehr, wenn man einfach solche billigen Tricks benutzt? Nein, mehr ist es nicht. Es ist einfach nur ein Trick, um mehr Klicks zu kriegen. Und an alle, die da immer wieder fragen, ey, warum machst du das nicht so und so? Es ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß nicht, es ist einfach nicht mein Stil, das so zu machen. Ganz einfach. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Es ist einfach nicht mein Stil. Wir könnten ja eventuell im Moment, wenn ich jetzt einmal hier so bin. Flup, 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 flup. Flup, flup, flup. Flup. Dann hauen wir hier, Moment, Moment. Das klingt nach einer guten Idee, weil hier habe ich noch gar nicht gesagt, was ich vorhabe. Und zwar habe ich mir gerade so überlegt, wenn man hier so ein Dachgestühl reinhauen würde. Sähe das vielleicht ganz lustig aus. Ja, warum nicht? Dann mache ich hier mal komplett zu, dann sieht das nicht ganz so komisch aus mit dem Balken. Oh. Und dann sieht das jetzt wirklich so aus, wenn die Balken was tragen würden. Cool. Ach, und unmittig. Ja, cool und unmittig. Das habe ich lieb. Ja, dann kommt da oben dann unser Bett und sowas rein, falls wir sowas jemals haben werden. Und hier unten kommt da jetzt so eine Theke rein. Ach, da ist ja der Creeper in die Luft gegangen, gell? Hm, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, also solche Tricks, ich weiß, dass es sie gibt. Und ich meine, man muss sich ja nun mal die Verhältnisse reinziehen. Manchmal, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe fast 2000 Videos... Und haue auch jeden Tag ordentlich Videos raus. Und trotzdem haben Leute mit 30 Videos 500 mal mehr Abonnenten als ich. Oder weil viele das, man kann es ja nicht anders wiedergeben, diese Zahlen, als in Abonnenten. Und ja, da sieht man einfach, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber, och, es ist jetzt nichts. Ich meine, ich bin nur ein hobbymäßiger Let's Player. Es ist jetzt nicht schlimm, dass ich da jetzt nicht weniger Abonnenten oder so habe. Wer mich findet, findet mich und irgendwann wird es bei mir vielleicht auch mal einen Boom geben oder so. Und dann werden sich viele Leute denken, oh, was ist das denn für einer? Den kannte ich ja noch gar nicht. Oder es wird auch nie passieren, vielleicht passiert es auch nie. Und ich werde immer einer der dieser kleinen am Rand Let's Player bleiben, die immer ihr Ding für sich machen. Und da mal ein bisschen da Let's Playen und hier Let's Playen. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Und egal was passiert, ich habe Spaß am Let's Playen und das wird auch nicht. Ja,
Küche. Das wird auch nicht abreißen. Denn... Ich gleich mit dieser geile Sternhimmel. Denn, und das ist ein wesentlicher Grund, warum ich wahrscheinlich Let's Play das erste Hobby ist, was ich wirklich durchziehe, weil alle anderen Hobbys, die ich jemals in meinem Leben hatte, habe ich nach mehreren Tagen oder Wochen sofort wieder abgebrochen. Denn Let's Play ist für mich mehr oder weniger damals eine Sache gewesen, die ich durch den Gronk kennengelernt habe. Die mich aus diesem Spielesucht, also noch nicht direkt süchtig, aber aus diesem anfänglichen Spielesuchtverhalten rausgeholt hat, weil durch diese Margarete Rosa Turbe durch